Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tirim. Jetzt geht's weiter mit Rimworld. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir haben jetzt eine neue Gefangenen. Das ist ein Mann, glaube ich, ne? Genau. Weiblich, eine Gefangene. Geparden. Wie heißt du mit vollen Namen? Ruby. Ja. Bin ich mal gespannt, ob Ruby bei uns bleiben möchte. Bogan, versuch mal ein bisschen zu handeln. Vielleicht schaffst du das noch. Bogan, sei schnell. Ja, könnte noch. Bogan ist schnell. Macht nix. Okay. Wow. Aber er hat nur 72. Wir können kaputten Stahl-Dings verkaufen. Aber ich weiß gar nichts, ne? Kurz annehmen. Bogan ist kein Träger. Egal. So, wie weit seid ihr hier drin? Wir brauchen echt Holz, ne? So. Ja, ist in Ordnung. Bälle. Biber, biber, blub. Nervenzusammenbruch. Okay. Warum geht das nicht hier weiter? Woran habe ich denn das? Bälle. Hier? Bereits von Ina benutzt. Okay, geht doch. Das kann einmal schnell weggetragen werden. Ja, gut. Warum liegt das hier draußen? Vogelleder? Weil das eine Lagerzone ist. Darum vielleicht. Nee. Vor hier wollte ich ja bloß eigentlich eine Abfallzone haben. Habe ich mich verklickt. Und in diesen Abfallzone soll bloß Verrottenes sein. Verrottenes. Das. Menschliche Leichen. Zum Beispiel. So. So, wie weit seid ihr hier? Ich möchte gerne, dass Ina Handwerk macht. Aber nicht bauen. Bogan, was machst du da? Warum? Wegen zu heiß? 47%. Ach du Scheiße. Ach du Schiede. Gut. Wir haben da ein leichtes Problemchen. Hitzestark. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Gut. Einmal kurz mal sammeln. Mach mal Folgendes. Mach mal bitte hier erstmal hier was fertig. Belle, du sollst kein Holz.
Was ist das denn da? Wie viel brauchst du denn? Frost. Ach du Schitte. Nee. Ina, komm mal bitte schnell her. Ach du Scheiße. Daran habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gedacht. Ina, bau mal bitte. Mach bitte keinen Mist. Entwerf mal. Dann möchte ich hier erstmal Betten haben. Schlafplätze. Möchte hier, dass ihr. Ich möchte, dass hier keiner schläft. Machen wir so. Machen wir so. Und machen wir so. Och, Ina. Was machst du da? Du sollst das bauen. Oh Mann, so viel Stress. So, natürlich hast du bald auch einen Hitzeschlag, ne? Bogdan kann wieder laufen. Bälle. Mach mal bitte. So, haben wir das Problem gleich auch gelöst. Die Tiere können vielleicht, ja, sie können vielleicht eingehen, ja. Hitzewelle ist vorbei. Uiuiuiuiuiuiui. Das ist gut. Das können wir abbrechen. Das können wir auch abbrechen. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Material. Können wir hier sagen, Ina und Bogan. Und hier schläft Billy. Dann kann das weg. Abreißen. Sehr gut. So, Ina, du sollst bitte, bitte, bitte. Handwerk auf 4. Bitte, macht das Ding hier fertig. Hier, Granitblöcke. Damit wir endlich das mal hier zukriegen. Dass Bogan schneller arbeiten kann hier. So. Speichere ich mal das Ende. Danke. Kein. Kann nicht. Das ist Schiefer. Schiefer meinte ich. Jetzt weiß ich, warum er sie das nicht mehr macht. Mache ich mich ein bisschen größer. Lager. So. Dann müssen wir hier gucken. Das verdirbt jetzt, ne? Truthahnfleisch. Ach, denn ist das so. Das kann bitte weg. Ist nur eine Abfallzone.
Okay. Ja, super. Wie bist du weit, soweit hier geparden? Bis jetzt auf 33, das ist in Ordnung. So, kann er mal irgendeiner hier, das ist mir egal, diese Wand hier zu Ende bauen? Danke. Ja, das bleibt hier nicht alles, ne? Da müssen wir auch zumindest die Schlafkabinen, die müssen woanders hin. Jawohl, es ist zu. Es ist zu. Sehr schön. Und ich möchte hier nur ein lockerer Arm für alle. So. Für alle bitte zuweisen. Super schön. Jetzt können nur unsere Kolonisten rein. Soweit ist so gut, würde ich mal sagen. Ist auch soweit in Ordnung. Könnten wir vielleicht einmal Strom hinzuweisen? Ah, das ist schon automatisch verbunden. Das ist gut. Das ist gut. Ja, wird Zeit, dass die Batterie erforscht wird. Das nervt, ne? Das nervt. Wer ist eigentlich im Bergbau zuständig? Ja, Truthahnfleisch ist verdorben, das ist klar. Ja, das sind drei Mahlzeiten gewesen, ne? Bisschen ärgerlich. Bisschen ärgerlich. Ja, wir haben nur noch vier. Ja, den ist das so. Okay. Ich würde mal sagen, für diese Folge reicht's. In der nächsten Folge, ja, werden wir unsere Kolonie etwas größer bauen. Bisschen ausbauen. Ich würde mal sagen, dass wir hier oben erstmal dicht machen. Und dann sehen wir dann weiter, was sonst noch so Schönes passiert. Materialien haben wir ja. Von daher erlaube ich das bereits schon mal. Und in nächster Folge geht es dann weiter. So, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich würde mich für einen Daumen hoch freuen. Ich würde mich für einen Kommentar freuen. Und wenn du nächste Folge wieder einschaltest. Also, ich bin jetzt Vivi weg und tschüssi.